Nicht nur ich fühle mich allein gelassen, im Prinzip die ganze Branche fühlt sich da alleine gelassen, teilweise auch hintergangen. Ich bin Philipp Kreimring, bin 35 Jahre alt, verheiratet und ich bin Betriebsleiter auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Magdeburger Börde, genauer gesagt in Hohndodeleben. Wenn ich normalerweise auf der Couch sitze, ja, dann mache ich es mir eigentlich gemütlich. Oft mit meiner Frau tatsächlich, gucke gemütlich Fernsehen. Und was ich auch sehr gerne gucke, sind Sportsendungen, sowas wie Formel 1 und im Winter sehr gerne American Football. Da wird es dann oft recht spät. Ich lebe seit 2016 in Sachsen-Anhalt, bin ich hierher gezogen aufgrund des Jobs mit meiner Frau. Also ich fühle mich hier auf jeden Fall sehr wohl. Einmal hat das mit dem Job zu tun, der macht mir sehr viel Spaß. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das freut mich immer sehr. Das ist manchmal zum Leidwesen meiner Frau, weil ich dadurch auch ein bisschen mehr arbeite, als es manchmal vielleicht sein müsste. Aber weil es halt Hobby ist, verbindet dann einen vieles. Und ansonsten fühle ich mich ja auch wohl. Wir sind hier vor den Toren Magdeburgs, haben die Stadt vor der Tür. Wir sind hier in der Nachbarschaft gut aufgenommen worden. Also das ist eigentlich alles sehr, sehr schön hier. Ich liebe es natürlich auch, die großen Maschinen zu bewegen, aber ich kann selber Ideen entwickeln, kann Konzepte mir überlegen und ich arbeite mit und in der Natur. Also es ist sehr abwechslungsreich, macht mir sehr viel Spaß, aber es ist teilweise sehr herausfordernd. Gerade die letzten Jahre kommt da sehr viel auf uns zu in der Landwirtschaft. Da sind so Stichworte, wie gesagt, die Düngeverordnung. Die Düngemengen werden immer weiter eingeschränkt. Wir dürfen immer weniger düngen, müssen aber gucken, dass wir das Ertrags- und Qualitätsniveau halten. Dann, wir sind hier ein konventioneller Betrieb, auf dem ich arbeite. Wir arbeiten auch mit Pflanzenschutzmitteln. Da werden immer mehr Mittel verboten, immer mehr Mittel fallen weg oder die Anwendung wird eingeschränkt. Aber es wird einfach verboten, ohne dass andere Lösungen präsentiert werden oder uns die Zeit gegeben wird, dass wir selber Lösungen entwickeln können. Wenn wir dann Lösungen haben, dann will die Politik die auch nicht hören. Also das ist ein sehr breites Feld, wo wir gerade kämpfen. Also wir kämpfen da wirklich. Wir versuchen mit Politikern zu sprechen, über Social Media auf die Probleme aufmerksam zu machen. Aber man bekommt wirklich das Gefühl, da ist jetzt eine Ideologie, die soll durchgesetzt werden. Humusaufbau zum Beispiel, ganz großes Thema. Klimawandel, CO2 wird ausgestoßen. Wir sind eine Branche, die CO2 speichern kann. Wurde komplett vergessen. Wir müssen zwar für alles zahlen, also wenn wir jetzt von CO2-Steuer zum Beispiel sprechen, Diesel wird teurer, alles Dünger wird teurer, wir müssen alles bezahlen. Dann, wir sind hier ein konventioneller Betrieb, auf dem ich arbeite. Ich setze Pflanzenschutzmittel ganz wenig ein und versuche die auch weiter zu reduzieren. Aber wenn ich Krankheiten habe an Pflanzen, dann möchte ich reagieren können. Und ich vergleiche es immer so ein bisschen mit unserer Humanmedizin. Wenn die Leute eine Krankheit haben, nehmen sie auch ein Medikament. Und so sehe ich das im Ackerbau auch. Zum Beispiel, wenn man sagt, irgendein Mittel ist jetzt insektenschädlich. Dann wird das verboten, aber wir brauchen dieses Mittel vielleicht, beziehungsweise es gibt keine andere Alternative. Oder wenn ich nur noch ein Mittel zur Auswahl habe, anstatt zwei oder drei, entwickeln sich Resistenzen und ich kann es nur noch zwei, drei Jahre nutzen. Und das ist das, wo ich mich immer frage, was ist da los, was ist auch vielleicht die letzten Jahre versäumt worden, weil diese Themen sind ja jetzt nicht, ploppen nicht aktuell auf, sondern haben sich über Jahre entwickelt. Und anstatt zu sagen, das Thema wird kommen, wir müssen daran, lasst uns an Lösungen arbeiten. Habt ihr vielleicht Lösungen in der Branche? Lasst uns Konzepte entwickeln. Wird einfach verboten, Thema durch, fertig. Ich habe es auf allen Ebenen probiert, auf Kreisebene hier, auf Länderebene und auf Bundesebene. Ich habe auch mit Frau Dalbert unter anderem gesprochen zu gewissen Themen, was Pflanzenschutzbereich angeht zum Beispiel. Aber da eine richtige Entwicklung ist da auch nicht. Das waren auch nette Gespräche und sie fand die Ideen auch gut. Ich habe dann mit dem Pflanzenschutzamt geschrieben und so. Aber so richtig was kam da nicht. Also das sind alles irgendwie langsame Mühlen und da fehlt, glaube ich, auch der Mut, einfach mal zu sagen, okay, wir probieren das und wir genehmigen das oder wir setzen uns dann mal drüber, weil das ist fachlich eine gute Idee. Da frage ich mich, wie ehrlich sind diese Gespräche eigentlich gemeint? Sind die teilweise nur für ein Foto, gerade wenn man so auf der Grünen Woche oder so unterwegs ist und mit Politikern spricht? Oder geht es tatsächlich wirklich darum, an den Lösungen zu arbeiten? Der Dialog ist das eine und das Wichtige, aber wir müssen aus dem Reden rauskommen und ins Handeln reinkommen. Also nicht nur ich fühle mich allein gelassen, im Prinzip die ganze Branche fühlt sich da alleine gelassen, teilweise auch hintergangen. Und dann immer mit der Aussage zu kommen, die haben wir jetzt öfter gehört, naja, aber Brüssel wollte es so, um das mal salopp zu sagen, finde ich auch ein bisschen schwaches Statement. Da sollte man sich doch für die Region eigentlich deutlich stärker einsetzen. Und wenn da eine Verordnung kommt und man erkennt einfach, die ist fachlich Quatsch, dann muss man auch mal wirklich dagegen stehen und sagen, das geht so nicht, das können wir unseren Landwirten hier nicht zumuten. Dass ich wählen gehe, das steht fest, ja. Stand jetzt der Frust relativ groß und man weiß gar nicht wirklich, wo man sein Kreuz setzen soll.
Ich würde die aber nicht auf die Couch einladen, sondern ich würde die eine Woche auf dem Hof einladen, in einer arbeitsintensiven Zeit, dass sie mit mir die Arbeit mal durchgehen und dass sie die Probleme und Herausforderungen, die wir tatsächlich haben, live miterleben. Das bringt mehr als ein Gespräch auf der Couch. Und das würde ich sicherlich mit Politikern machen, aber auch mit Staatssekretären, die eventuell auch längerfristig in den Ministerien drin sitzen, Entscheidungen treffen, dass die wirklich sehen, was hier los ist. Und das würde in meinen Augen, weil Gespräche habe ich die letzten Jahre viele geführt, mehr bringen als ein Gespräch auf der Couch. Was ich mir wünsche oder was ich denen schon deutlich mal sagen würde, wäre, dass ich mir mehr Offenheit, mehr Transparenz und mehr Ehrlichkeit wieder wünsche. Kein Geschwafel mehr, keine komischen Wahlversprechen oder sonst irgendwas, sondern sich wirklich mal Gedanken machen, mit den einzelnen Branchen hinsetzen, an Lösungen arbeiten, die mit aufnehmen. Und ich glaube, dann wären wir viel weiter als mit irgendwelchen Wahlversprechen oder Wahlprogrammen, die so undurchsichtig sind und keiner mehr versteht. Einfach, dass wir wieder dahin kommen, dass wir Politiker auch wieder verstehen, wir das Gefühl haben, die arbeiten für uns und nicht für sich. Und da würde ich fragen, wie sich die Spitzenkandidaten vorstellen könnten, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. So, das waren jetzt meine Gedanken und meine Meinung zur Wahl und zur aktuellen Situation. Es gibt noch andere Videos, die könnt ihr euch hier angucken von anderen Leuten, die andere Meinungen haben und aus ihren Bereichen berichten. Mich würde jetzt noch interessieren, wie seht ihr die Landwirtschaft? Was habt ihr vielleicht für eine Meinung zur Landwirtschaft?